Würde ich sagen, fangen wir an. Herzlich willkommen heute zu unserem Webinar. Mein Name ist Dalina Suffer und ich darf heute die Moderatorin von diesem Webinar sein. An meiner Seite ist mein Kollege Lukas Hennel und dieser ist natürlich auch Customer Success Manager hier bei Alasco und darf Ihnen heute die Features präsentieren. Genau, unsere Agenda heute besteht aus zwei neuen Features. Zum einen die Sicherheitsleistungen, also Umgang mit Einbehalten und Bürgschaften und die Benutzeroberfläche, die die Entwickler erst kürzlich verbessert haben und da eben überarbeitetes Dashboard und Abbildung der Kostenüberwachung. Das Webinar ist für eine halbe Stunde angesetzt. Der Ablauf ist so geplant, dass wir einmal das Feature erklären und dann die Fragen dazu beantworten. Wir werden uns da so zwei Fragen jeweils ungefähr rauspicken. Und sollte es weitere Fragen geben, werden wir die natürlich auch noch im Nachgang entweder per Chat oder E-Mail für Sie beantworten. Genau, so viel zu unserer Agenda. Und ich freue mich auf unser Webinar und gebe jetzt ab an meinen Kollegen Lukas Hennel. Perfekt, herzlichen Dank. Ja, ich darf Sie heute auch nochmal von meiner Seite recht herzlich begrüßen. Wir haben uns ein paar Themen heute mal rausgesucht, sind jetzt keine besonders großen Änderungen an der Software. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass gerade bei den Einbehalten häufig noch Fragen aufkommen, Themen aufkommen und wir haben nur noch ein bisschen was dran verändert. Deswegen wollten wir das einfach nochmal aufgreifen und Ihnen heute zeigen. Genau, wenn Sie Fragen haben, gerne über den Chat. Alina nimmt die dann gerne auf und stellt sie mir dann. Okay, ich bin jetzt hier in einem Demo-Projekt von uns. Ich werde jetzt mal anfangen mit den Einbehalten. Da haben wir grundsätzlich die Möglichkeit, dass wir in Alasco schon klassisch auf Aufträge bestimmte Regeln definieren. Ich habe mir jetzt hier mal zwei Beispiele rausgesucht. Einmal habe ich für die Elektroarbeiten den Auftrag angelegt für Rohmontage, Trassenzug und einmal die Feinmontage am Ende. Die sind getrennt voneinander vergeben. Um einfach ein paar Themen durchzugehen und zu zeigen. Im Auftrag selber haben wir hier eine Leistung von 200.000 Euro netto angegeben und haben ein paar Bedingungen definiert. Das heißt, bei diesem Auftrag werden bei jeder Abschlagsrechnung Sicherheitseinbehalte eingezogen, auf Teilschlussrechnungen ein besonderer Sicherheitseinbehalt und auf Schlussrechnungen auch nochmal ein Gewährleistungseinbehalt. Zum einen können wir definieren, in welcher Höhe. Das heißt, wir haben hier einmal 10%, den können wir anpassen auf 15% und beim Gewährleistungseinbehalt haben wir 5% definiert. Im zweiten Schritt können wir definieren, auf welche Summe bezieht sich das. Wollen wir beispielsweise auf das Auftragsvolumen einen gesamten Einbehalt ziehen, also 20.000 Euro einbehalten, die wir mit jeder Abschlagsrechnung vorziehen? Oder wollen wir entsprechend des Leistungsstandes, des Abrechnungsstandes, den Sicherheitseinbehalt erhöhen? Das heißt, mit der ersten Abschlagsrechnung wird er geringer sein, 10% vom aktuellen Rechnungsbetrag beziehungsweise auf dem Betrag nach Nachlass und dann mit der Schlussrechnung beispielsweise bei den 200.000 ankommen, also den 20.000 Euro. Das Gleiche ist auch für Gewährleistungseinbehalte möglich. Da haben wir immer den ungeprüften Rechnungsbetrag, den geprüften, den Betrag nach Nachlass und auch das Auftragsvolumen. Wir können uns dann eine Bezugsbasis wählen. Wir haben jetzt hier als Bezugsbasis beim Gewährleistungseinbehalt nur die Schlussrechnung und beim Sicherheitseinbehalt zum einen die Abschlagsrechnung oder die Teilschlussrechnung. Wenn wir den gleichen Einbehalt ziehen, in unserem Beispiel haben wir jetzt zwei unterschiedliche gezogen. Das ist soweit alles bekannt. Ich wollte es nur noch mal wiederholen. Wir trennen hier die beiden Einbehalte daher, da wir der Meinung sind, mit Legung der Schlussrechnung ist die Ausführungsphase abgeschlossen und die Gewährleistungsfrist beginnt. Deswegen haben wir hier einen anderen Einbehalt, den wir ziehen und nur dort brauchen wir auch den Gewährleistungseinbehalt. Während der Auftragsausführung sind wir immer noch im Prozess, deswegen ziehen wir hier nur einen Sicherheitseinbehalt und werden die Gewährleistung erst später wählen, noch nicht direkt am Anfang. Ich habe jetzt hier auch schon mal zwei Rechnungen vorbereitet. Das heißt, in der ersten Abschlagsrechnung ist bereits eine Rechnung gelaufen. Wir sehen jetzt hier, das waren 30.000 Euro.
und wir haben einen Sicherheitseinbehalt von 10% gezogen, in dem Fall 2.910 Euro auf den Bezug, auf die Bezugsbasisbetrag nach Nachlass. In der zweiten Abschlagsrechnung haben wir einen Rechnungsbetrag von 50.000 Euro. Das heißt, wir haben hier einen höheren Betrag, ziehen ebenfalls die 10% Sicherheitseinbehalt, kommen hier auf 4.850 Euro. Wir können uns das Ganze jetzt einmal anschauen. Das heißt, zum einen in der Rechnung selbst. In der Rechnung sehen wir dann, was haben wir tatsächlich gezogen und was ist vorhergelaufen. Und haben hier in diesem zweiten Reiter nochmal die Sicherheiten. Da sehen wir aktuell, wir haben eine Abschlagsrechnung. Die zweite, durch die wurde der Sicherheitseinbehalt zuletzt bearbeitet oder verändert. Haben insgesamt 4.850 Euro einbehalten und haben aktuell 0 Euro ausbezahlt. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, den Sicherheitseinbehalt auszuzahlen. Klassischerweise haben wir einen Prozess hinterlegt in Alasko. Das heißt, wir haben Abschlagsrechnungen, die laufen und der Sicherheitseinbehalt wird mit jeder Abschlagsrechnung gezogen und mit Schlussrechnungslegung. Die habe ich jetzt hier schon einmal vorbereitet. Das heißt, das ist die Rechnung, mit der wird der Auftrag abgeschlossen. Wird dieser Sicherheitseinbehalt auch automatisch freigegeben? Das heißt, wir ziehen jetzt hier nur noch einen Gewährleistungseinbehalt von 5%. Der entspricht in dem Fall diese 9.700 Euro und können diesen bestätigen und weitergeben. Das heißt, jetzt ist der Sicherheitseinbehalt soweit gezogen, soweit freigegeben und wir sind jetzt in der Gewährleistungsphase. Für unseren Auftrag bedeutet das, ich gehe nochmal hier rein, wir sehen jetzt, der Auftrag ist schlussgerechnet. In den Sicherheiten selber haben wir den Sicherheitseinbehalt wieder, wurde durch die Schlussrechnung verändert und wir haben jetzt die 4.850 Euro einbehalten, aber auch bereits schon ausgezahlt. Dafür haben wir jetzt einen neuen Einbehalt erhalten, das ist der Gewährleistungseinbehalt mit 9.700 Euro. Das ist in der Regel so, der Auftragnehmer wird uns natürlich, oder beziehungsweise wir sind gewollt, dass wir diesen Einbehalt natürlich auszahlen in Gegenleistung zu einer Bürgschaft. Die Bürgschaft können wir auch in Alasko pflegen, das ist ebenfalls hier im Reiter Sicherheiten. Und wir können jetzt beispielsweise mal versuchen, diesen Einbehalt auszuzahlen. Alasko will uns dann automatisch sagen, wir müssen zuerst eine Bürgschaft hinterlegen, erst dann können wir unserem Auftragnehmer das Geld auch zurückgeben. Bürgschaft funktioniert wieder über einen Upload. Da habe ich schon mal was vorbereitet. Ich habe hier eine Gewährleistungsbürgschaft. Die ist relativ einfach gehalten in meinem Beispiel. Wir haben eine Bürgschaftsart, die wir definieren. Wir wollen hier jetzt eine Gewährleistungsbürgschaft uns anschauen. Deswegen wählen wir das auch aus. Die bekommt eine Nummer von uns, beispielsweise die Nummer 1. Und wir können die Summe brutto dann noch angeben. In diesem Fall hat der Auftragnehmer uns eine Gewährleistungsbürgschaft über 11.600 Euro geliefert und die ist auch aktuell gültig. Das Ganze können wir erfassen und wir sehen jetzt hier unten nochmal die aktuellen Einbehalte, die wir in Alasko im Moment gepflegt haben. Da sehen wir haben einen Gewährleistungseinbehalt von 11.543 Euro. Das Ganze legen wir ab und werden jetzt auch automatisch gefragt, ob wir diesen Einbehalt ausbezahlen wollen, da ja dieser durch die Bürgschaft gedeckt ist. Für uns startet dann auch automatisch ein neuer Freigabelauf. Wir haben jetzt hier einmal nochmal die Info über die Umsatzsteuersenkung und sehen auch, der hinterlegte Bürgschaftsbetrag überschreitet den Einbehalt und wir können dann diesen Einbehalt freigeben bzw. können das auch anpassen. In unserem Auftrag wird das Ganze dann wieder so dokumentiert, dass wir zum einen hier sehen den Sicherheiten, dass wir jetzt den Gewährleistungseinbehalt ausgezahlt haben. Zuletzt durch diese Auszahlung, durch den Einbehalt, sehen hier insgesamt 9.700 hatten wir einbehalten, haben wir auch komplett ausbezahlt und wir haben keinen offenen Betrag mehr. Das ist alles noch keine Neuerung. Zu dem Teil komme ich erst jetzt. Was wir verändert haben, ist, dass wir nun in dem zweiten Auftrag, den ich noch angelegt habe, diesen Sicherheitseinbehalt auch schon im Vorfeld auszahlen können. Das heißt, wir wollen nicht bis zur Schlussrechnung warten,
sondern wir haben jetzt hier die erste Abschlagsrechnung enthalten, haben die zweite Abschlagsrechnung gerade im System und der Auftragnehmer hat uns jetzt noch eine Vertragserfüllungsbürgschaft geliefert. Da haben wir wieder den gleichen Fall. Wir können jetzt auch sagen, wir wollen den Sicherheitseinbehalt ausbezahlen. Das können wir aber auch erst, nachdem wir eine Bürgschaft erhalten haben. Das heißt, wir laden hier jetzt wieder eine Bürgschaft hoch. In meinem Beispiel habe ich jetzt hier eine Vertragserfüllungsbürgschaft vorbereitet, die das Ganze mit der Nummer 2 bekommt und einem Betrag von 23.500 Euro entspricht. Das Ganze erfassen wir und können jetzt nochmal einen Auszahlungslauf starten für die Bürgschaft, für den Einbehalt, den wir am Anfang gezogen haben, können diesen nun freigeben und haben nun in Alaska auch die Möglichkeit, einen Einbehalt nicht mitzuziehen und in der nächsten Rechnung freizugeben, sondern können das auch außerhalb machen. Das haben wir im letzten Monat eben neu hinzuentwickelt, da das eben den tatsächlichen Ablauf mehr entspricht und wir dann auch die Sicherheiten detaillierter hinterlegen können und auch mitführen können. Wir haben im letzten Monat jetzt sehr viele neue Verbesserungen für das gesamte User-Interface eingeführt. Eine habe ich jetzt gerade schon gezeigt. Das heißt, wenn wir aus einem Auftrag direkt eine Rechnung hochladen, dann wird uns der Auftrag direkt mit ausgewählt. Das Ganze sehen wir auch zum Beispiel, wenn wir jetzt aus einer Vergabeeinheit heraus einen neuen Auftrag anlegen. Beispielsweise aus dem Rohbau können wir hier einen neuen Auftrag hinzufügen. Da wird uns dann auch direkt der Rohbau als Vergabeeinheit mit vorausgewählt. Das sind einfach Verbesserungen, da haben wir festgestellt, die stören manchmal, die sind vielleicht nicht sinnvoll, weil man Sachen nochmal machen muss. Deswegen haben wir versucht, da die Software soweit es geht, nochmal logischer aufzubauen und ihnen schon mal zu helfen und zu unterstützen, wo wir unterstützen können und schon mal wissen oder erahnen können, was sie machen wollten. Ein zweiten Teil davon sind zum Beispiel hier so ein Quick-Add-Button für Auftragnehmer. Den haben wir mit eingeführt. Wir sind jetzt bei einem neuen Auftrag. Wir haben im Vorfeld vergessen, den Auftragnehmer anzulegen. Dann können wir ihn hier schnell anlegen, die wichtigsten Daten eingeben. Beispielsweise ist das jetzt die AN01 oder die Firma Bauer, können die Adresse schon mal mit definieren oder das auch im Nachgang nochmal anpassen. Wenn wir den anlegen, dann wird der auch direkt ausgewählt, weil wir ihn gerade erst erstellt haben. Vorher war es so, wir mussten einmal zurückgehen in die Stammdaten, hier den Auftragnehmer anlegen und wieder zurückspringen in das Projekt. Das Ganze wollten wir Ihnen natürlich ein bisschen erleichtern. Dazu haben wir jetzt nochmal zwei Features. Die sind am Anfang erstmal ausgeschalten. Das erste ist auf dem gesamten Dashboard. Das heißt, wenn Sie hier oben links auf das Alaska-Logo drücken, sind Sie auf dem übergeordneten Dashboard über alle Projekte, die Sie haben. Wenn Sie nur eins zu sehen haben, dann sind Sie in einem berechtigt oder haben aktuell nur ein Projekt. Wenn es mehrere sind, dann haben wir jetzt hier oben so eine aggregierte Finanzübersicht. Das ist hier oben rechts so ein Button. Da können wir das Dashboard, das wir hier haben, konfigurieren. Und jetzt haben wir über alle Projekte diese Finanzübersicht mit eingefügt, die wir auch und den Mittelabfluss, mit dem wir einfach überall, wo wir die Daten haben, kumuliert nochmal darstellen können. Wenn wir dann in ein Projekt gehen, sehen wir nur noch die Daten aus diesem Projekt. Ein zweiter Teil davon ist, dass wir diese Finanzübersicht ein bisschen angepasst haben. Wir haben jetzt hier einmal das Widget, das wir es anpassen können. Also diese Kacheln hier heißen Widgets. Und wir können direkt in die Kostenüberwachung springen. Früher war es so, mit einem Klick auf diese Übersicht sind wir direkt in die Kostenüberwachung gekommen. Das haben wir jetzt angepasst. Das liegt hier oben mit drin. Wenn wir dieses Widget anpassen, dann können wir uns zum einen Erlöse mit anzeigen lassen, wenn Sie Erlöse definiert haben. Und wir haben hier noch einen zweiten Teil. Wenn Erlöse definiert sind im Projekt, dann können wir uns auch die Marge automatisch mit anzeigen lassen. Wir sehen jetzt gerade, ich habe hier in meinem Projekt Erlöse hinterlegt. Zum einen Verkaufserlöse, einer, der schon realisiert ist und drei, die noch geplant sind. Und wenn ich mir jetzt im Dashboard noch im zweiten Fall die Marge anzeigen lasse, dann berechnet mir Alaska aus unserer Prognose und den Erlösen direkt eine Marge, die wir haben werden. Beispielsweise im Worst Case und im Recase. Das heißt, wir haben hier eine Recase-Marge von 3 Millionen
und im Worst Case sollten uns alle Kosten eintreten, nur 1,5 Millionen. Jetzt haben wir hier noch ein paar mehr Infos. Die blende ich mal aus. Beispielsweise das Ausgangsbudget brauchen wir nicht. Wir nehmen nur das aktuelle und können uns das hier natürlich ein bisschen individualisieren. Das ist für jeden User speziell. Das heißt, nicht jeder Nutzer sieht vielleicht auch das Budget. Dann sieht er vielleicht auch die gesamte Kachel nicht. Aber Sie können sich das dann so einstellen, wie Sie es benötigen, wie es für Sie am sinnvollsten ist. Ein zweiten Teil, den wir hier noch haben in der Kostenüberwachung, das werden Sie wahrscheinlich schon bemerkt haben, ist, dass wir die gesamte, den Look and Feel überarbeitet haben. Das heißt, wir haben jetzt hier die Vergabeeinheiten und die einzelnen Aufträge mit der gleichen Farbe hinterlegt. So fällt uns das Gesamt einfach leichter zu sehen, was gerade passiert und was wie zugeordnet wird, welche Zeile. Das Ganze haben wir auch für den Export mit vorbereitet. Sie können dann hier einfacher navigieren. Wir sehen auch die Highlighting-Funktion, die ich hier habe, die wird auch noch mit fortgeführt. Das heißt, ich kann jetzt der Zeile relativ einfach folgen und nach oben drüben scrollen. Die meisten von Ihnen kennen es wahrscheinlich auch schon. Wir können uns natürlich jetzt hier die ganzen Spalten so anzeigen und zusammenstellen, wie wir es benötigen. Da möchte ich noch dazu sagen, wir werden das Ganze jetzt in den nächsten 2-3 Wochen auch noch weiter ausarbeiten und da kommen auch noch mal 1-2 Funktionen mit hinzu. Ich weiß allerdings jetzt persönlich noch nicht, wie weit die Kollegen aus der Entwicklung sind. Das heißt, es kommt immer, sobald wir was Neues haben, was Neues mit hinzu. Und da haben wir nach Möglichkeit auch immer direkt die Information hier oben, was gibt es Neues, was haben wir denn als letztes mit neu rausgebracht. Zum einen die Löschenfunktion, die zeige ich Ihnen auch gleich nochmal kurz. Und dann eben auch Sicherheitseinbehalte flexibel auszahlen, was ich Ihnen vorhin auch nochmal gezeigt habe. Das heißt, wenn da auch noch was Neues dazukommt in der gesamten Kostenüberwachung, in der Prognoseberechnung, dann zeigen wir Ihnen das an. Gut, den letzten Teil, den ich jetzt noch eben habe, ist die Löschenfunktion. Das heißt, da können wir jetzt mal das, was ich jetzt gerade eben in der Feinmontage alles verbrochen habe, löschen. Das ist jetzt neu hinzugekommen. Zum einen für die Aufträge. Wir haben aufgrund der GOBD-Zertifizierung unsere Löschenfunktion zurückschrauben müssen und hatten nur die Archivieren-Funktion. Mittlerweile können wir die Rechnungen auch wieder für Sie löschbar machen. Ich gehe auch einmal hier rein, Elektrofeinmontage, da sehen wir es hier zum Beispiel auf der Rechnung selber. Wir haben den Archivieren- und den Löschen-Button und können nun die Rechnungen entfernen. Wir hatten den Hintergrund, warum wir das wieder eingeführt haben, ist, um GODB zertifiziert zu bleiben, müssen wir eine Historie zur Verfügung stellen. Für alle Administratoren ist die einsichtbar oder einsehbar. Nur Administratoren können das Ganze löschen und können dann sehen, was habe ich zum Beispiel heute alles bearbeitet, beziehungsweise welche Rechnung wurde gelöscht. Und wir können das nochmal nachvollziehen und uns noch ein paar mehr Informationen aufrufen, was tatsächlich passiert ist. Und den allerletzten Teil, den ich jetzt noch zur UI-Verbesserung habe, das ist zum Beispiel schon vorbereitend für die nächsten 2-3 Wochen. Wir können jetzt hier in den Stammdaten sehen, wie die Prognose tatsächlich berechnet wird. Das heißt zum einen die Recase-Prognose und die Worst-Case-Prognose und darauf aufbauen werden wir auch noch mehr Funktionalitäten zur Verfügung stellen. Das wird aber alles in den nächsten Wochen folgen und wird Ihnen auch angekündigt werden. Gut, wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, würde ich mich bei dir bedanken. Ja, immer gerne. Ja, es war wieder sehr informativ. Genau, alle weiteren Fragen, die jetzt noch nicht beantwortet sind, beantworten wir natürlich im Nachgang. Wenn Sie noch weitere Fragen zum Webinar haben, können Sie uns auch gerne nochmal über die bekannten Kanäle erreichen. Genau. Richtig. Und vielleicht als Hinweis noch, wir haben nächste Woche am Mittwoch, naja, in meinem funktioniert das gerade nicht. Hier oben wäre der Support nochmal für alle zur Info. Nächste Woche am Mittwoch haben wir das gleiche Webinar nochmal. Das werden dann zwei andere unserer Kollegen halten und nochmal informieren. Sollte jemand heute keine Zeit gehabt haben, daran teilzunehmen, dann gerne nächsten Mittwoch nochmal einschalten oder den Kollegen weitergeben. Und wir wollen natürlich die Webinare sammeln und auch online zur Verfügung stellen, damit Sie die auch jederzeit wieder nachlesen können bzw. nachhören können. Genau.
Dann vielen Dank und schon mal ein schönes Wochenende an alle. Schönes Wochenende auch von mir. Perfekt. Wiederschauen. Tschüss. Tschüss.